Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, seid ihr wieder dabei. Wenn man in einen grösseren Coop hineinkommt, ist zuvorderst meistens ein Kiosk. Neben verschiedensten Produkten werden dort auch zusätzliche Dienstleistungen angeboten. Man kann Kleider reinigen, Lotto- und Totoscheine einlösen, Fotos entwickeln oder Rekaschecks beziehen. Viele Kundinnen und Kunden schätzen es besonders, dass sie bei Coop gerade noch ein Magazin, eine aktuelle Zeitschrift oder die neue Tageszeitung kaufen können. Uns hat interessiert, was die Leute am liebsten lesen und darum haben wir ein bisschen herumgefragt. Die Schweizer Illustrierte. Roman, Krimi, ein bisschen unterschiedlich. Zeitungen, ja, und Bücher. Sie hat die Aargauer Zeitung, die Lenzburger Zeitung, Brugger Zeitung. Unterhaltungsroman. BZ, Bund, Blick. In den meisten Tageszeitungen, auch im Blick, hat es jede Woche ein Coop-Inserat mit den Halbpreisaktionen. Und wer sich dort informiert, kann mit diesen Aktionen ganz schön Geld sparen. Ich habe es vorhin gerade schnell ausgerechnet. Insgesamt sind es alleine in dieser Woche über 56 Franken. Jeden Tag frisches Brot, wer will schon darauf verzichten? Mit den Grossbrot, die überall im Coop erhältlich sind, und den zahlreichen regionalen und saisonalen Spezialitäten sorgen die Bäcker von Coop dafür, dass auch die Abwechslung nicht zu kurz kommt. Über 100 verschiedene Brotsorten bietet Coop an. Und mit dem Brot vom Monat kann man immer wieder etwas Neues entdecken. Im September ist jetzt also das Goldsaatenbrot an der Reihe. Ein Biobrot von Coop Naturaplan. Es hat eine goldfarbige Kruste und schmeckt nach sonnengereiftem Getreide. Wenn man es aufschneidet, kommt die elastische, feuchte Krume mit den Kernen zum Vorschein. Und es entwickelt sich ein aromatischer Brotduft. Bei uns im Studio ist jetzt der Herr Stauder. Er ist Entwicklungsleiter Bachwaren von Coop. Herzlich willkommen. Grüezi. Das Brot hat ja den Namen wegen der Zusammensetzung des Mehl bekommen. Unter anderem sind dort eben Goldsaaten drin. Welche sind das genau? Vor allem Goldhirse. Hirse gilt als die älteste kultivierte Getreideart und ist auch heute noch Hauptnahrungsmittel von vielen afrikanischen Völkern. Auch in Europa war die Hirse im Mittelalter weit verbreitet, dann aber durch Herdöpfel und andere Getreide verdrängt worden. Aber jetzt nimmt die Bedeutung wieder etwas zu. Man sagt ja schliesslich, die Hirse ist gesund. Goldhirse enthalten vor allem viele wichtige Mineralstoffe und Vitamine. Vor allem Eisen, Magnesium und Niacin sind in grösseren Mengen vorhanden. Und was sind die weiteren Zutaten des Goldbrot vom Monat? Neben Weizenmehl ist das vor allem Haferflocken, Gerstenflocken, Maisgrieß, Leinsamen und Sonnenblumenkerne. Das ganze Paket von gesunden Rohstoffen, die dem Brot einen fantastischen Geschmack und die goldige Farbe geben. Läuft dem schon fast das Wasser im Mund zusammen. Danke vielmals, Herr Stauder. Vom Coop Naturaplan Fonds unterstützt wird der Planet Bioswiss. Ein Projekt, das zurzeit um die Schweiz kreist, auf verschiedenen Bauernhöfen landet und auf unterhaltsame Art und Weise den Jugendlichen soll das Thema Bio näher bringen. Informieren und anmelden, es hat noch Platz frei, kann man sich jetzt im Internet. In der Schweiz leben immer mehr Leute in Klein- und Einzelhaushalten. Selber kochen lohnt sich meistens nicht mehr oder man hat schlicht und einfach keine Zeit mehr dafür und kauft darum lieber Fertiggerichte, Snacks oder Salat ein. Wie die sogenannten Convenience-Produkte hergestellt werden, das seht ihr in einer Woche. Ich wünsche euch einen schönen Abend, es freut mich, wenn ihr wieder dabei seid. Auf Wiedersehen miteinander.